Über die BBC. Ja, die British Broadcasting Company. In ihren 100 Jahren hat sie natürlich eine Menge erlebt und im Moment ist es ja eigentlich einer der schwierigsten Phasen in ihrer 100-jährigen Geschichte, was die BBC dort nämlich geradewegs nämlich vorgeht. Vor allem natürlich wissen wir die Geschichte mit Gary Lineker, die natürlich dazu geführt hat, dass die BBC sich, sagen wir mal, eher auf den Schoß der konservativen Regierung gesetzt hat. Was natürlich alle so sehen, um natürlich auch zu sagen, wenn man schon öffentlich-rechtlich ist und von einer Gebühr und natürlich auch von Werbung und zum Teil auch natürlich auch von Lizenzen natürlich finanziert wird, ist es natürlich halt auch ein bisschen schwierig, dann natürlich zu gucken, wie das Ganze funktionieren wird. Und wir müssen auch über Twitter reden. Ja, und damit kommen wir auch wieder ungewollt zu Elon Musk, nämlich der ja... Ich weiß nicht, was er damit erreichen will, aber anscheinend will er damit wohl die Negativberichte über Twitter, wo ich dann natürlich auch als Medium wie DerchoTV sagen werde, wenn Elon Musk nicht damit aufhört, wird es weiter negative Berichte geben. Ganz einfach, so ist das. Und nun hat es die BBC erwischt. Letzte Woche gab es nämlich auch einen Bericht darüber auf derchotv.de, verweise ich gerne darauf hin, dass nämlich der öffentlich-rechtliche Radiosender NPR nämlich in den USA als State Affiliate Media markiert wurde. Und zwar nämlich genauer gesagt Government-Founded Media. Sprich, man wird von Vaterstaat bezahlt. Staatsfunk. Das, was viele ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nämlich ja immer wieder sehen. Diese Diskussion müssen wir jetzt nicht führen. Wer sie führen will, kann sich gerne in einen kleinen Raum einschließen und mit sich selbst gerne darüber reden oder mit anderen Leuten im Chat. Achtet bitte auf die Meinung anderer. Wer es nicht tut, fliegt raus. Das möchte ich gerne nochmal sagen. Es gilt auch für die YouTube-Spalten, weil das ist das erste Video nach über 1,5 Jahren, was wieder für die Morning Show auf YouTube erscheint. Hallo YouTube im Übrigen. Und wie gesagt, wir sind ja mit sehr, sehr vielen Sachen von Elon Musk, von Twitter, sehr unzufrieden. Nächste Woche oder dieser Woche soll es ja jetzt passieren, eher nächste Woche, dass ja gewisse Dinge, die sonst vorher kostenlos waren, wie zum Beispiel Umfragen erstellen, jetzt kostenpflichtig werden. Andere Drittprogramme laufen auch zum Beispiel nicht. Den Twitter-Bot, den DerchoTV ja auf Discord nämlich hat, der funktioniert auch nicht mehr. Deswegen ich ja oder zumindest die News-Ersteller auf DerchoTV.de, sprich die Autoren, jetzt selbst das quasi übernehmen müssen, weil Elon Musk dafür Geld will. Er will ja diese 41 Milliarden oder 44 Milliarden Euro ja irgendwie wieder reinkriegen und Twitter Blue ist schweineteuer. Warum auch? Weil Elon Musk das Geld wieder reinkriegen will. Und nun hat sich Elon Musk bei den Medien mal Folgendes jetzt erlaubt. Nachdem er jetzt ja bei der Presseabteilung es ja so gemacht hat, wer im Übrigen der Presseabteilung von Twitter nämlich per Mail nämlich schreiben will, kriegt nämlich ein Scheißhaufen-Emoji zurück. Ja, naja, dass Elon Musk mit Scheiße wirft, das ist ja nichts Neues. Nun geht man ja so weit, und das ist vor allem ja auch eine sehr gute Sache, die Elon Musk zumindest gemacht hat, eine der wenigen Sachen, die er gemacht hat. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das soll hier nicht dazu dienen, um Elon Musk irgendwie fertig zu machen, sondern auch einfach mal, um die Tatsache hinzustellen, dass Elon Musk, auch wenn er reich ist, mit Tesla und alles schön und gut, aber wie er als Mensch umgeht, vor allem, dass er nicht kritikfähig ist, das muss auch mal aufgedeckt werden. Ganz einfach. Ne? Und wenn ich kritikfähig ist und sich irgendwie einen Scheiß kauft, um zu sagen, jetzt mache ich die anderen fertig, dann ist es eher ein Kleinkind, was sein Lolli nicht gekriegt hat. Elon Musk hat natürlich, um jetzt mal so zu sagen, Twitter hat ja jetzt vor kurzem ja auch diverse Häkchen eingeführt. Natürlich nicht nur die blauen Häkchen, sondern auch gelbe Häkchen. Und es gibt natürlich auch das Label Government und so weiter. Zum Beispiel sind die Accounts von Joe Biden, Kamala Harris oder halt auch der Bundesregierung jetzt damit markiert, dass es heißt, es gehört der Regierung des Landes. Und auch entsprechende Medien, so auch natürlich Staatsmedien wie in China und in Russland, die sind natürlich auch, wenn sie auf Twitter dort sind, nämlich auch mit dabei. Um jetzt aber zum entsprechenden Thema zu kommen, BBC, ich habe es ja schon gesagt, BBC, öffentlich-rechtlich, Rundfunkgebühren, Twitter, Label, ne, staatlich finanziert. Was heißt das? Die BBC ist damit nämlich entsprechend markiert worden. Und das ist schlichtweg falsch, muss man ja natürlich auch sagen, weil dann, wenn es nämlich heißt, dass die BBC staatlich finanziert wird. Denn klar ist, der Staat bzw.
die Regierung entscheidet natürlich, wie viel die BBC halt auch von den Bürgerinnen und Bürgern einziehen darf. Aber es gibt ja auch eine Kommission dahinter, die nämlich das Ganze auch regelt, wie die BBC ihr Geld einsetzen soll und so weiter und so fort. Das gilt ja auch bei ARD und ZDF. Da ist es auch so, dass die Kommission das Ganze auch empfiehlt, dass eine Kommission empfiehlt, so und so viel Euro pro Monat sollten die Bürgerinnen und Bürger für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen. Dieser Gebühr, die natürlich dann zu 100% nicht an den Staat geht oder keine Steuer ist oder so, sondern an die Rundfunkanstalt. Und die BBC protestiert nun gegen diese Kennzeichnung des eigenen Accounts. Es geht um den Main-Account der BBC nämlich, also twitter.com/BBC. Mike Hawaii Corner, guten Morgen. Andere Accounts sind zum Beispiel nicht davon betroffen. BBC News zum Beispiel, wo es auch zig Accounts nämlich gibt, selbst die Presseabteilung der BBC, also von BBC News, sind nicht damit markiert. Ne? Wenn dann natürlich alles, aber Twitter tut sich das anscheinend nicht an. Wie die BBC selbst natürlich berichtet, klar, die BBC hat ja mit BBC News eines der größten News-Netzwerke überhaupt, großes Vorbild natürlich, seit 100 Jahren berichtet man auch gut, will das nun schnell wie möglich lösen. Und so hieß es in einer Stellungnahme der BBC, Zitat, die BBC ist und war schon immer unabhängig. Wir werden von der britischen Öffentlichkeit durch die Lizenzgebühr finanziert. Gut, man kann... Auch dir nochmal nachträglich frohe Ostern, mein Kawaii-Corner. Man kann natürlich sagen, gut, die Geschichte mit Gary Lineker, da kann man sagen, da hat die BBC vor der konservativen Regierung gekuscht. Um was ging es da? Ganz kurz zusammengefasst, Gary Lineker hat einer der Bestverdiener bei der BBC im Übrigen, Sportmoderator, früher Nationalspieler Englands gewesen und so weiter, Fußballer, hat nämlich die Einwanderungspolitik, die Migrationspolitik der Konservativen hart kritisiert, sie sogar mit Nazi-Deutschland verglichen. Und die BBC hat ihn off-air genommen. Für ein paar Tage. Ja, Proteste gab es von BBC-Kollegen, aber auch von der englischen Fußballliga, vor allem nämlich von den Spielern an sich, die nämlich nicht dann mit der BBC interviewt wollten. Und dann hat die BBC ja jetzt ja auch im Auftrag gegeben, wie gilt das, die Guidelines für Social Media und so weiter, vor allem für die, die nicht im News-Bereich arbeiten. Für die, die im News-Bereich arbeiten, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, natürlich seine eigene Meinung dazu zu sagen, weswegen viele da auch ja ihre Schnauze halten. Ne? Um das auch nochmal ganz kurz zu sagen. Jetzt ist schon wieder der Tisch schon ein bisschen schief. Ich weiß auch nicht, was wieder los ist. Und deswegen wird das Ganze natürlich auch wieder mal so beliebäugelt, dass es halt heißt, ja, die BBC ist doch wohl doch von der konservativen Regierung gesteuert. Und als die BBC natürlich Elon Musk auf die Sache nämlich aufmerksam machen wollte, soll er die via E-Mail gefragt haben, ob das Twitter-Label des BBC-Accounts korrekt sei. Und Musk soll dann auch angedeutet haben, einen zusätzlichen Link zur Verfügung gestellt haben und über die Nutzerinnen und Nutzer über die genaue Finanzierung der BBC nachverfolgen können. In einer anderen Mail, aus der die BBC nämlich zitiert, ist die Rede von, Zitat, maximaler Transparenz und Genauigkeit, die Musk beschwört. Also ich höre Kritiker lachen, laut lachen, ja, die schon vom Stuhl gefallen sind und wahrscheinlich vor Lachen sogar fast keine Luft mehr kriegen, weil Transparenz und Genauigkeit bei Elon Musk existiert nicht, sehen die Kritiker zumindest. Musk sieht das anders. Transparenz und Genauigkeit gibt's bei mir. Und so hieß es von Musk weiter, auf Eigentumsverhältnisse und Geldflüsse hinzuweisen, erscheint uns sinnvoll. Ja, und weiter hieß es auch vom Twitter-Inhaber, der auch immer noch Twitter-Boss ist, meiner Meinung nach sollten Medien selbstreflektiv sein und nicht fälschlicherweise behaupten, völlig unvoreingenommen zu sein. Alle Organisationen sind voreingenommen, manche natürlich mehr als andere. Ja, also Musk behauptete zudem auch, dass die BBC zu dem am wenigsten voreingenommenen Medien gehöre. Er würde dem Kanal BBC News schließlich folgen. Ja, Schweine können fliegen. Außer sie sind fett und sind Menschen. Aber die nennt man nicht Schweine, sondern dicke Menschen. Ja, und der BBC-Account, der offizielle BBC, ich zeig mal, um welchen Account es geht. Ich würde nämlich jetzt mal lachen, wenn es nämlich jetzt weg wäre. Ne? Dann würde ich, ja, nicht die BBC, finde ich lustig, dass da auch jemand ist, so, und zwar nämlich hier. So, ich zeige es mal ganz kurz, da, es geht um diese Markierung hier, Government Founded Media. So, jetzt können wir mal das ZDF mal als Beispiel nehmen. ZDF hat es nicht. Ja, Schweine im Weltall. So, und jetzt können wir mal, ist denn hier, warte mal, CCTV, ist das chinesische Staatsfernsehen. Hier,
China State Affiliate Media, ne? Das ist zum Beispiel, steht es dort. So, um jetzt aber nochmal zur BBC zurückzukehren, ja, ich gebe das alles jetzt immer handmännisch ein, ne? Hier steht es. So, gehe ich jetzt mal auf BBC Press Office, also sprich der Presseabteilung der BBC. Steht nichts. Gehe ich auf den ersten Kanal der BBC. Steht nichts. Gehe ich auf den zweiten Kanal der BBC. Steht nichts. Stehe ich auf BBC Radio 2. Steht nichts. Deutsche Welle. Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, wie das hier... Warte mal. Deutsche Welle Polen. So, Deutsche Welle hat es ebenfalls nicht. So, und das ist der Clou. Und das ist die Sache, die Kritiker stört. Und das ist die Sache, die Kritiker stört. Warum hat das Elon Musk gemacht? Na? Weil die Deutsche Welle unter anderem, im Gegensatz zu BBC, die Deutsche Welle durch Steuergelder finanziert wird. Eigentlich somit Staatsfunk ist, ein Auslandssender für die Deutschen im Ausland. Aber natürlich auch für alle anderen, die natürlich, ne, über die deutsche Kultur alles lernen wollen. Und... naja, aber man muss ja auch im Übrigen sagen, Sender, die zum Teil halt auch dem britischen Staat gehören, um mal jetzt mal zurückzukommen zur BBC, ist zum Beispiel der Sender Channel 4. Channel 4 ist vor mehr als 40 Jahren gegründet worden, befindet sich zum Teil in der Hand des britischen Staates, zum Teil ist er aber auch privatisiert. Das ist eine so eine 50-50-Geschichte. Es gab ja auch Berichte mal darüber, dass ja unter anderem die britische Regierung nämlich ihre Anteile von Channel 4 verkaufen wollte, um den Sender komplett zu privatisieren. Er ist nur halb verstaatlicht, halb privat. Und jetzt ratet mal, steht bei Channel 4 Government-Founded Media? Nein. So, heißt also, kritisiert Elon Musk einfach mal andere Mediennetzwerke, wie zum Beispiel die BBC, die auf Twitter über ihren Main-Account twitter.com/BBC 2 Millionen Follower hat. Man weiß es ja nicht genau. ARD und ZDF haben dieses Label bisher nicht, aber... wenn man auf diese Information nämlich, die BBC ja wie gesagt ja ein staatlich finanziertes Medium sei, erklärt, erscheint in der deutschen Version eine spannende Erklärung, hat nämlich DWDL erfahren. Und so heißt es nämlich, auf einer extra dafür eingerichteten Seite versucht Twitter zu erklären, wie man staatsnahe Medien definiert. Es seien solche Medien, bei denen der Staat durch finanzielle Ressourcen, direkten oder indirekten politischen Druck und oder Kontrolle über Produktion und Verbreitung die Kontrolle über redaktionelle Inhalte ausübt. Ja, und dann stellt Twitter nochmal klar, Zitat, staatlich finanzierte Medienorganisationen, die redaktionell unabhängig sind, wie zum Beispiel die BBC in Großbritannien oder NPR in den USA, werden im Rahmen dieser Richtlinie nicht als staatsnahe Medien angesehen. Staatsnah, State Affiliated Media, meint in diesem Zusammenhang aber nicht staatlich finanziert, sondern Medien wie, und jetzt das Makabere dabei, den Vergleich nämlich mit Russia Today, RT, die als Propagandakanal eines Staates, in diesem Fall Russland, dienen. Ja. Ja, das ist heftig. Im Übrigen bei NPR ist es nämlich so abgelaufen, also beim National Public Radio wurde ja, die News auf derchotv.de von letzter Woche, wurde nämlich der Radiosender dort von Twitter als noch staatlich kontrolliert gelabelt, denn NPR kriegt einen kleinen Teil von der US-Regierung, aber ein Großteil durch Spenden, also durch die Zuschauer selbst, die freiwillig Geld an diesen Radiosender spenden, wurde dann nach dieser Kritik auch von der NPR selbst in staatlich finanziert geändert. Und wie gesagt, die BBC selbst, um darauf zurückzukommen, sendet ja in Basis auf der sogenannten Royal Charter, die man regelmäßig ja auch neu mit der Regierung verhandelt. Und darin heißt es aber eben auch, dass die BBC unabhängig sein muss. Also, dass sich Vater Staat, in dem Sinne die britischen Konservativen, sich nicht einmischen sollen. Problem ist, das tun die Konservativen, seitdem sie ja 2019 wieder ohne einen Koalitionspartner regieren, also mit einer absoluten Mehrheit wieder im Unterhaus regieren. Die aktuelle Royal Charter läuft noch für 4 Jahre bis 2027. Danach könnte es aber wirklich zu großen Veränderungen kommen, sollte halt nicht vorher, wie gesagt, im Moment sieht es ja bei Umfragen ja so aus, dass ja die Konservativen bei einer möglichen Neuwahl, die sie ja immer noch verhindern wollen, auch unter Rishi Sunak,
ihre Macht verlieren könnten. Und somit könnten die Labour-Partei, die sozialdemokratische Labour-Partei, dann entsprechend wieder an die Macht kommen. Wer weiß, wie dann die Verhältnisse aussehen würde. Die britische Regierung hat ja selbst angekündigt, ab 2028 ja sogar die Rundfunkgebühren komplett streichen zu wollen. Das haben ja auch andere Länder ja schon auf Druck von Rechtspopulisten ja auch gemacht. Das ist ja vor allem auch in Frankreich. Jetzt ja France Télévision, also sprich der französische Rundfunk, ohne Rundfunkgebühr auskommt. Auch in Dänemark zum Beispiel gibt es keine Rundfunkgebühr mehr. Das versucht man ja auch schon. Und aber ob es wirklich dazu kommen wird, dass auch bei der BBC ab 2028 es heißen wird, ihr dürft euch nicht mehr mit der Rundfunkgebühr finanzieren, sondern anders, das ist natürlich sehr interessant. Und sollte wirklich die Gebühren wegfallen, wo nämlich, wie gesagt, alleine dadurch die BBC im letzten Jahr 3,8 Milliarden Pfund eingenommen hatte, wegfallen, wird die BBC knallhart schrumpfen. So oder so tut sie es ja jetzt ja schon. Es werden viele Sachen eingestampft, zusammengelegt. Jetzt letzte Woche ist ja offiziell BBC News nur noch ein Nachrichtenkanal zu sehen. Es gab ja bis vor kurzem zwei News-Kanäle. Einmal BBC News Channel für Großbritannien und Nordirland und einerseits für Großbritannien und Nordirland, ja, für das Vereinigte Königreich und einmal BBC World News für den gesamten Planeten, halt für die ganze Welt. Ist jetzt alles nur noch ein Kanal, heißt BBC News und im Moment ist es dort nur noch ein pures Chaos. Da sieht man es, wenn man an falscher Stelle spart, vor allem bei den News. Und wie gesagt, vor allem, das sind jetzt Kampfjets, falls ihr das hört. Weil hier in der Nähe eine Bundeswehr-Dingens ist. Also nicht so weit weg, nicht so nah dran, aber nah dran. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und die BBC finanziert sich natürlich klar durch die Rundfunkgebühren, 3,8 Milliarden im vergangenen Jahr. 71% aller Einnahmen kommen nämlich dadurch, ne, von der Rundfunkgebühr. Der Rest durch Werbung, durch Lizenzeinnahmen oder auch andere Dinge. Und natürlich wird auch zum Beispiel der World Service, also der Weltradiosender BBC World Service vor allem, nämlich durch 90 Millionen Euro dadurch finanziert. Wenn das zum Beispiel wegfallen würde, dann wäre es natürlich heftig und sollte die BBC auch mehr Werbung zeigen dürfen, was ja in anderen Ländern mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja eher weniger wird, dann wird es ein bisschen problematisch sogar. Und das könnte natürlich ziemlich problematisch werden, weil vor allem nämlich dann ja auch die diese Einnahmen wegfallen würden. Und klar ist, die Konservativen, vor allem auch unter Boris Johnson, haben gesagt, vielleicht Abosystem oder sowas. Boris Johnson ist ja jetzt ja nicht mehr an der Macht. Es gibt Gerüchte darüber, dass er es wieder versuchen möchte, gab es ja jetzt ja auch schon im letzten Jahr, nachdem ja Liz Truss ein Praktikum ja kurz gemacht hat und so. Aber es ist immer wieder eine schwierige Sache bezüglich der BBC, genauer gesagt bezüglich Medien und die Finanzierung dazu. Weil klar ist, steht ein großer Konzern dahinter, der Geld reinpumpt, ist natürlich klar. Wenn es in einem Medienhaus einen Newsbereich gibt, wenn er sich nicht geradewegs, sagen wir mal, mit Gaming News oder so befasst. Es muss immer so aussehen, dass das Unternehmen, wo diese News-Organisation dazugehört, immer im Guten ist und nicht im Schlechten dasteht. Selbst wenn die eigene News-Organisation darüber schlecht berichtet. Selbst die BBC muss sich über sich selbst kritisch berichten und das sogar als unabhängiges öffentlich-rechtliches Medium. Aber diese Diskussion über Rundfunkgebühren und so, seit Jahren meckern wir darüber, seit Jahren streiten wir darüber. Aber man zahlt gerne dafür, weil man halt auch ganz genau weiß, man wird dann halt nicht um die Nase herumgeführt, wie es zum Beispiel halt in China oder in Russland halt auch passiert oder in anderen Ländern, wo halt wirklich Regime, Regierungen an der Macht sind, die nicht weg wollen. Ne? Muss man auch mal so sagen, vor allem auch hier in Deutschland. Ja. Genug von diesem Thema.